Ob es ums Bauen, Renovieren, Heizen oder zum Beispiel Hypotheken geht, um nur einige Bereiche zu nennen, der Hauseigentümerverband Zürich hat für alle Belange die richtigen Experten. Der 48-jährige Cornel Tanno ist im Hauseigentümerverband Zürich der Leiter der Abteilung Rechtsberatung und Prozessführung. Er studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften und arbeitet seit 13 Jahren für den HIV. Zu seinem Bereich gehört auch die telefonische Rechtsberatung, eine von den Mitgliedern sehr geschätzte Dienstleistung des HIV Zürich. Also grundsätzlich einfache Fragen kann man sich am Telefon beantworten. Das macht immerhin etwa 80-90% von den Anfragen aus, die man direkt beantworten kann. Aber es gibt natürlich Fälle, wo man Akten studieren muss, wo komplexere Sachverhalte vorliegen. Da kann man das einfach telefonisch nicht seriös beantworten. Da empfehlen wir aber zu uns in die Räumlichkeiten vom Hauseigentümerverband zu kommen und unsere mandatsführende Anwälte in Anspruch zu nehmen. Das ist aber dann nicht mehr ganz kostenlos, aber im Vergleich zu anderen Anwälten sind wir immer noch recht günstig. Sein Wissen und seine Erfahrung gibt er in der monatlich erscheinenden Mitgliederpublikation weiter. Ihn erreichte diese Woche folgende Frage. Eine Mieterin hat mich gefragt, ob ihr Freund als Untermieter einziehen darf. Was muss ich beachten? Was kann ich unternehmen, falls ich ihren Freund als Untermieter nicht akzeptieren will? Pflicht vorab, Untermiete ist grundsätzlich einmal zulässig. Das sagt das Gesetz auch so. Also das würde bedeuten, im konkreten Fall, der Vermieter hat im Vertrag nicht vorgesehen, jegliche Untermiete sei untersagt. Nichtsdestotrotz muss der Mieter trotzdem vom Vermieter um Zustimmung nachfragen. Das heisst, der Vermieter darf wissen, welche Personen in dem Mietobjekt sich befinden, darf auch fragen, welche Bedingungen in dem Untermietverhältnis abgemacht worden sind. Das würde zum Beispiel Kündigungsfristen dürfen wissen, Kündigungstermin, aber auch die Mietdauer dürfen in Erfahrung bringen. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen ist es tatsächlich dem Vermieter erlaubt, die Untermiete auch zu verweigern. Die Bedingungen sind alle im Gesetz aufgeführt. Eine Bedingung ist, wenn der Mieter die Bedingungen, die ich Ihnen gerade gesagt habe, nicht bekannt gibt, dann kann der Vermieter die Untermiete verweigern. Aber auch, wenn dem Vermieter aus dem Untermietverhältnis wesentliche Nachteile entstehen sollten. Denkbar wäre eine Überbelegung von der Wohnung durch die Untermiete. Oder wenn die Bedingungen von dem Untermietverhältnis gegenüber den Bedingungen vom Hauptmietverhältnis missbräuchlich wären. Das wäre denkbar, wenn der Untermietzins wesentlich höher ist als der Hauptmietzins und es besteht kein Grund dafür. Wenn es um Verweigerungsgrund vorliegen sollte, dann hat der Vermieter mir zu schreiben und sage, ich gebe dir die Erlaubnis nicht für den Untermietverhältnis aus den und den Gründen. Sollte der Mieter das Untermietverhältnis trotzdem nicht beenden, dann steht dem Vermieter noch die Möglichkeit von der ordentlichen Kündigung zur Verfügung.